Bananen, guten Tag, willkommen zu einem neuen Video, und zwar Fußballmanager 09, glaube ich, ist das jetzt bereits die 9. Folge. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns ja gegen Ried durch, haben wir das Match gegen Ried uns durchgesetzt. Und ja, für mich sind das quasi 2 Wochen später, also ich habe keine Ahnung mehr, wie wir, ich glaube 1-1 haben wir gespielt, das haben wir noch angeschaut, aber ich weiß es nicht mehr wirklich viel. Ich habe jetzt gerade nachgesehen und habe gesehen, dass wir gegen Wacker Innsbruck jetzt spielen und dann gegen den SC Wiener Neustadt, aber ich weiß es nicht, irgendwelche speziellen Dinge oder sowas, was ich gesagt habe, was wir machen werden, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass wir jetzt gegen Wacker Innsbruck, dann gegen Wiener Neustadt spielen und dann gegen Salzburg, glaube ich. Das ist das Top-Duell. Und am Schluss haben wir das Top-Duell gespielt und wir sind Dritte in der Tabelle. Sehe ich hier unten. Und jetzt gerade eine Länderspielpause. Nikola Vujadinovic hat 87 Minuten gespielt, eine Dreier bekommen, und Imre Savic hat für Ungarn die vollen 90 Minuten gespielt, hat auch kein Tor erzielt. Die zweite Mannschaft dann im Match, ich glaube, da habe ich immer das gemacht. Trainingsziele erreicht, dann können wir auch das zweite Match starten. Weiter geht's. Und ich glaube, die Defensive oder so war unser, bei unserer Problemstelle. Wir sind Zweiter. Was ist Zweiter? Was schwafel ich für ein Scherz? Ja, 10.500 Zuseher kommen, 15.320. Ich glaube, ein Länderspiel ist noch. Oder sehen wir die gar nicht? Okay, okay, dann geht es ja bereits hier in Richtung Wacker Innsbruck. FC Wacker. Ole, ole. Feldhofer ist nach einer gelben Karte gesperrt. Okay, du trainierst sensationell. Und das Problem ist, entweder holt sich die gelbe Karte in der Partie ab oder ist in der Salzburg-Partie. Weil vor allem in der Wiener Neustadt-Partie soll er sich die nicht abholen, weil eine höhere Ziele sind. Körperlich stärker werden. Ich glaube auch, dass wir mit dieser Aufstellung bereits zufrieden sind. Ich weiß, dass wir Klima und Kröpfel immer noch eingewechselt haben. Und dann Neuhold und Hütter. Das waren so quasi unsere Perspektivspieler. Und dann können wir hier ganz einfach gleich mal in die Partie hineingehen, in den Text, wo es geht, in den Zweikampf hinein, wo schon die erste Chance der Partie gehört uns, flankt von links weit, aber immer ist ja volles Risiko und dann leider in die zweite Etage drin. Nächste Chance ist gar keine schlechte, flach und mit ordentlich Power schlägt vor allem kein Zähne und der Ball direkt aus der Luft reißt die Feuer und legt es damit unter die Latte. Okay, Eckball von rechts, die erste. Kofler will die Ecke vom Puck, trifft aber die eigenen. Okay. Latte, gleich einmal vom eigenen Mann. Nochmal Eckball vom Puck war. Das ist der zweite vom in Richtung, aber da weder Freund noch Feind und holt sich das mit einem Sprung aus der Luft. Okay. Ich bin noch vorwiegend mit hohen Flanken. Ja, das stimmt. Oh, das ist jetzt eine Mega-Chance. Setzt sich schön auf der linken Seite gegen Schütz durch und flankt in die Mitte. Sabic. Ungefähr zieht kläglich. Und die Chance ist auch wieder keine schlechte. Über einen Vujadinovic und Weber kommt der Ball zum agilen Feldhofer, dessen flexartig, sichtlich mit sich zufrieden. Also die spielen, die sind quasi schier aus der Partie genommen, die Innsbrucker. Die sind einfach schier komplett aus der Partie genommen. Nächste Möglichkeit für uns. Buck war Vierter in diesem Spiel. Macht den Fehler und verlässt sich bei der Ecke auf Bukwa, auf seine Vorderleute, nutzt die Konfusion und kopft aus 6 Meter zum hochverdienten 1-0 ein. Müsste dort noch stehen. Weil, an den Chancen, die wir haben, ist das mega verdient eigentlich, aktuell. Feldhofer sieht die gelbe Flanke, super, Ferdinand. Ja, finde ich gute Idee. War doch deine fünfte, oder? Ja, das ist deine fünfte. Das heißt, der ist jetzt gegen Wiener Neustadt gesperrt. Dürfte aber nicht so tragisch sein, denn ist ja nur Wiener Neustadt.
Und jetzt nicht, nee, oder? Erste Möglichkeit. Und gleich das 1-1. Buschenkonzentration. Bukwa und Dagovic durchsetzen. Konzentration. Abraham ist die gelbe Karte. Und jetzt eine Mega-Chance vom davon. Schöne Steilvorlage von Kainz. Clever in den Rücken der Abwehr auf den Freistehenden Mann. Rindy aus neuem Tokens zum 2-1 schieben will, aber kläglich verzieht. Flank von der rechten Seite am langen Pfosten völlig allein. Kläglich. Burschen, mehr Konzentration. Die hatten eine einzige Chance der kompletten Partie. Und es steht 1-1. Motivieren, vor allem von Sabic. Ich hätte dich loben können auch. Vor allem hier hinten auch in der Verteidigung ein bisschen motivieren. Los, jetzt zeigt es ihnen. Und bevor sich Feldhofer... Bevor sich Feldhofer noch eine gelb-rote Karte abholt, bringe ich hier lieber Neuhold. Solo-Lauf von Kainz durch die Innsbrucker. Wieder zu Kainz, der nicht lange fackelt und zum 2-1 trifft. Da hat die Konzentration, Benni. Flankt von rechts, mit beiden Land vor den Füßen von Botol, der mit Bast von dort schießt, Manuel Weber jedoch drüber. Sucht Doug Botol, trifft den Ball nicht, aber der Onkel kann den Ball trotzdem stoppen und überwindet mit einem Flachschuss aus 8 Metern 3-1. Die Sache ist im Normalfall erledigt. Jetzt geht ihr bitte nochmal drauf. Ja, weil das ist... Oh, die haben sogar noch eine Chance gehabt, die Innsbrucker. Überraschenderweise. Und jetzt ist gar keine schlechte Ecke. 7. Ecke. Schöner rein, tut jetzt mit dem Hinterkopf. Hat keine Mühe, es kostet den Ball ins Tor zu schießen. 4-1. Ich bin trotz diesem 4-2-1 bin ich aktuell mit der ersten Hälfte mit der Chanceauswertung komplett unzufrieden. Und mit dem ein bisschen Defensivverhalten. Für beide Seiten ist die Partie einfach eigentlich bereits gerannt. Können wir dann nochmal Okoti und Sokuto Baso. Ach, ich bin auf der Tribüne, ist mir eigentlich egal. Einfach jetzt das Stürmertor noch umwechseln. Kofler Mittelfeld geht es beim FC Wacker Innsbruck schnell. Jetzt hat sich fast alles sammelt. Zäumel bald die Kugel quer zu. Da und klar zur Ecke. Eckball, Buck war, der hat heute mehr zu tun mit dem Eckball schießen als mit allem anderen in dieser Partie. Aber in Hälfte 2 können wir die jetzt nicht so hardcore aus der Partie nehmen, die Innsbrucker. Ja, aber ich meine, ich bin allgemein einfach diese ganzen Chancen, das einfach jetzt unkonzentriert hat und das kann man sich jetzt auch leisten. Und das kann man sich jetzt auch leisten, wenn man 4-2-1 vorne ist. Ich glaube, wir können da auch ganz einfach mal volle Geschwindigkeit machen. Ich glaube, da sagt jemand dagegen was, noch 4-2-1 ausgegangen. Das Beste mitnehmen. Einige Sachen. So gut du passt mit einer glatten 5. Passt. Wir gewinnen gegen Wacker Innsbruck. Salzburg schlägt Josko Fensterried im direkten Duell mit 1-0. Rapid gewinnt gegen die Admira. Mir das so anschaue. Ja. Wir sind weiter in die großen 3. Dann Rapid, Admira, Austria. Bis hier runter eigentlich zum Mattersburg sind ja eigentlich alle noch in Lauerstellung, aber eigentlich nur Admira und Austria. Diese drei sind in Lauerstellung auf die vorderen drei. Ja, souverän. Jetzt geht's zu Wiener Neustadt, nach Wiener Neustadt.
Dann geht's nach Salzburg zum Top-Duell. Boah. Steigt unseres? Ja, finde ich toll. Mannschaft der Woche, Florian Kainz. Super letztes Spiel, sagen wir gleich mal. Darko Bodol, sagen wir auch super letztes Spiel. Noch nicht vollständig aufgestellt, ja, wie wir jetzt gesagt. Und wer rückt dafür noch auf die Bank? Ehrenreich würde ich nicht gerne, aber wir haben einfach keine Verteidiger. Das sollten wir vielleicht im Winter theoretisch dann noch nachlegen, weil. Sieht man eh. Wir haben einfach keinen richtigen Verteidiger mehr. Wir könnten natürlich da ein wenig tiefer für die 1,2 Millionen Euro in die Tasche greifen, aber ich möchte hier ja schließlich jetzt noch ein bisschen. Und so eine Mega-Infrastruktur bauten habe ich jetzt auch wieder nicht vor aktuell. Dann könnten wir theoretisch noch am Transfermarkt ein wenig gucken. Oder wer beispielsweise vielleicht der Konkurrenz hier Team? Reifels haben wir. Wie viel müssen wir dafür hinbieten? Ja, 700.000. Wäre ich dabei, 700.000 für Reifelshammer. Jetzt im Winter dann nochmal hinblättern. Am besten aber. Wie viel Gehaltsbezieher haben wir? 420.000. 350. Du wirst in der Regel spielen. Ja, 3-Jahres-Vertrag. Passt dann 400.000 Euro, passt auch. Hinzufügen, falls wir Meister werden, Abstieg. Option für Spieler. Passt, Angebot unterbreiten. Passt! Vielleicht können wir damit noch ein wenig Unruhe nach Ried verfrachten. Ja, Reifelshammer verwechseln nach Graz. Reifelshammer wird damit wechseln zu dem SK Sturm Graz, der wird also zu uns kommen. Aktuell hast du einfach keine Chance, ich will einfach nur ehrlich sein mit dir und ich will jetzt nicht für 700.000 Euro. Okay, okay, dann werden wir in dieser Folge noch das Match gegen Wien Neustadt machen. Ich sehe auch gerade, dass wir bald wieder gegen aus der Lust noch spielen, aber jetzt geht's gegen jeden Fall mal. Leonard Kaufmann. Was machen wir hier wohl? Du hast gut trainiert. Ach übrigens, warte, ich schaue am besten im Kalender noch nach. Samstag Cup Finale hier. Mannschafts. Ich will einfach ein Abschiedsspiel. Okay, geht aktuell nicht für Mario Haas. Würde ich ganz gerne nämlich eins machen. Weil. Was wir dem alles zu verdanken haben. Wann hört die auf? Vertragsablauf ist 30.06.2013. Ja, der hört eh die Saison aus. Passt, dann gehen wir am besten gleich mal in die Partie gegen. Wiener Neustadt hinein, voller Angriff und bitte Konzentration. Schöner Pass von Weber auf Darko Bodol, doch der zieht ihm zur Karte kürzen. Ja, annehmbar. Ecke von links, Buckbar, geht schon wieder so los. Und stürmt sie auch raus. Geht doch schon wieder los. Simpler und genialer Stellpass von Dutz bringt die ganze Abwehr in Unordnung. Bodol bekommt den Ball aus der Luft, schaut, fackelt dann nicht lange. Zentimeter neben dem Pfosten. Mega gute Schon. Mit langen Bällen in die Spitze.
17 Minuten gespielt, noch 0 zu 0 hier. Burschen, voller Angriff und Konzentration. Nächste Möglichkeit für Wiener Neustadt. What's going on here? Sie nicht sinnvoll verarbeiten kann. Wiener Neustadt, wir mit einer Chance. Ich glaube, wir haben sie unterschätzt ein wenig. Überhaupt aus mit den Noten? Neuhold vielleicht? Ja, mit der katastrophalen 5,0. Hoch und weit genau auf die Brust von Weber. Dann Strafumwand für Linker. Konzentration, Burschen. An Florian Kainz im Strafraum. Es gibt Elfmeter. Imre Sabic. Nee. Wieso? Pfosten. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Es war eh ich, der den Elfmeter verschossen hat. Dann lass uns mal für Aufsehen sorgen, würde ich mal sagen. Imre Sabic. Bukwe nein und schaufelt den Ball vom Elfmeterpunkt. Yes! Irgendwie, zumindest war das gegen Innsbruck, war das ja auch schon so. Nach der Pause sind wir mega stark. Da sind die Gegner scheinbar noch irgendwie in die Pausen oder ich motiviere sie so gut, dass die dann direkt danach gleich einige Tore schießen. Konzentration will ich. Schnell als ein Kontrahent, gerade per Kopfzeug. Ecke von links, Buck war zweite. Abwehr, Jürgen Säumel. Schwach, leichte Beute für Siebenhandel. Ich bring dann Clem, der hat nämlich schon länger nicht mehr gespielt. Und ich würde den ganz gerne noch sehen und... Okay. Das war ja... 2-0? Huh? Oh, das war das. Um ehrlich zu sein, wollte ich das gar nicht sehen. Okay, wenn es 2-0 steht, dann können wir auch Okotje für einen Sabic bringen. Nachdem der kurz in der Mitte weg und schießt, Bodul kann den schwachen Schuss aufnehmen. 2-0. Wir können dann hier auch gleich mal schnell machen. 1-3 Bodul und Dario Tadic noch mit dem Anschlusstreffer. Bodul jedoch mit seinem 12. Treffer, aber